price. Hey, Leute, willkommen zu diesem weiteren Daily Vlog, meine Freunde. Leute, seht ihr diesen wunderschönen Hoodie, den ich gerade anhabe, meine Freunde? Die neuen Hey-Hoodies. Wenn ihr nicht weiß, was das hier ist, Leute. High-Quality-Shit aus der eigenen Produktion, meine Freunde. Also, geht auf fashion.de. Ich glaube noch nie, ich habe noch nie so viel Werbung gemacht. Stellt hat hier noch den Oldschool-Merch an, Alter. Der sieht aber auch ultra geil aus, Mann. Einfach gemütlich. Dieser rote Blitz, der ist einfach... Wer trägt auch immer ein T-Shirt im Winter? Aber ja! Ich glaube, es wird mal Zeit, Köln Hallo zu sagen. Hallo, Köln! Mein Gott, halt die Schnauze nicht schon wieder! Die Leute sind ja heute besonders lustig. Dankeschön. Leute, wir sind heute mal wieder im Crispy Rob House. Und zwar wurden wir eingeladen, ein kleines Video zu drehen. Und ich würde sagen, da sage ich nicht nein. Das heißt, Leute, ich muss auf jeden Fall noch draußen in die Kälte. Und zum Glück muss ich keine Jacke anziehen. Denn ich habe den wunderschönen Lightning Merch an. Ach du Scheiße. So, Leute, wir sind auf jeden Fall jetzt hier bei Crispy Rob angekommen, beziehungsweise nicht bei Crispy Rob, sondern bei Falco. Yo! Ja, oh, zusammen gedreht! Sie haben auf jeden Fall was für seinen Kanal gedreht. Schaut auf jeden Fall jetzt vorbei, Leute. Jetzt. Wann ist es online? Sollte nächste Woche, Mittwoch oder Sonntag. Ich weiß nicht genau. Professionality! Leute, auf jeden Fall haben wir ein nices Video abgedreht. Der Hustle ist auf jeden Fall am Start, meine Freunde. Und ich, Leute, ihr wisst ja noch, wo ich bei Falco hier mal, oh mein Gott, Alter, wie viele Leute sind da jetzt? mich an die Wand gemalt habe und jetzt guckt euch das mal an. Alter, krank! Geil, oder? Hier hat alles angefangen. Und dann dieses hässliche Bild von mir. Aber, hey, weißt du, wer noch fehlt? Wer? Zelda! Oh, stimmt! Aber die Blitze waren schon früher am Start, Leute. Die Idee war schon früher geboren, Leute. Ist das da oben? Was ist das, Alter? Jana! Ach so! Ach, Jana! Was los? Wer ist das? Liebe! Oh mein Gott, Zelda, was tust du da? Du bist so schick. Oh, wie so ein Esel. Aber an dieser Stelle muss man sagen, was hast du denn da für eine sexy Sache an, Alter? Die Blitze sind ja schon lecker. Oh, was ist das da vorne? Das gibt's nur beim Heyshop. Was? Warte, heyshop.de. Alles auf heyshop.de. Wir erleuchten die Welt! Back at it again zu Hause, Leute. Ich muss schon sagen, der Lightning Merch sieht schon sehr, sehr sexy aus, wenn er unterwegs ist, Leute. Ich habe hier einen Müllsack, Leute. Und zwar ein 120 Liter, 20 Stück Müllsack. Verdammte Scheiße. Ja, Mann. Ich hab's geschafft im Leben. Warum haben wir wohl diesen Müllsack, Leute? Ich glaube, das kann nur etwas mit dem zu tun haben. Ja, es hat mit dem Slime zu tun, Leute. Mittlerweile ist es nämlich kein Slime mehr, Leute. Wir haben es wirklich zu lange warten lassen, Leute. Heute ist der Tag. Heute wird der Slime aus der Badewanne geholt. Und ja, dafür haben wir diese Tücher. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie die funktionieren, aber... Ja, das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Egal. Der war sehr schlecht, Ratte. Was? Der war schlecht, der Witz. Ich fand, der war sehr gut. Aber ich wurde nicht mal angestellt. Dann sind sie jetzt angestellt. Und jetzt sind die gefolgt. Oh, scheiße. Du bist verrückt. Ich sage das letzte Mal Hallo zum Slime. Dieser Löffel, Alter, ist einfach jetzt schon fester Bestandteil dieses Slimes geworden. Ernsthaft? Ja, guck doch mal. Oh. Alter, wir müssen den Löffel irgendwie erst wegschmeißen. Wir müssen den Löffel einzeln wegschmeißen. Soll ich dir helfen? Nein. Ah, das ist gut. Hab ich auch so keinen Bock drauf. Der erste hat mir auch nicht geholfen, als du auf den Kopf gefallen bist. Hey, du bist verrückt. Boah, hey, es kommt alles mit. Warte mal, ich versuche das irgendwie. Okay, helf mir doch. Schnell. Ready? Mach auf, mach auf. Kannst du auch Okay, Leute, jetzt müssen wir nur den Rest wegbekommen und ich glaube, das wird eine richtige Tortur, Alter. Also Spaß machen tut es auf jeden Fall schon noch. Wollen wir nochmal neu machen? Ja, komm, wir holen nochmal. Der ist eigentlich zu geil, um den Pizza kaputt zu machen. Guck mal, wie nice der immer noch ist. Guck mal, nach einer Woche hat er sich noch so krass gehalten. Ein Andenken hole ich mir jetzt, Leute. Okay, Leute, ich hole mir jetzt ein Andenken an den Slombo. Ja. Yeah. Oh, der ging ja perfekt rein. Scheiße. Er will nicht gefangen werden. Er wehrt sich. Digga, der Slime ist vom Aussterben bedroht, Junge. Der muss von WWF geschützt werden. Soll ich dir helfen, das Slime zu machen? Nein, ich hab schon. So, ich glaube, dafür kaufe ich mir bald eine Vitrine und mach dann halt echt so richtig krassen Slime rein. Jetzt müssen wir irgendwie diesen Schleim in diese scheiß Tüte reinbekommen, Alter. Okay, dann let's go. 3, 2, aber das ist echt aufhaben, ne? Muss jetzt daneben die Tonne reinschießen. Ja. Ja, Bitch. Guck mal, Zelda. Leute, der Slime ist in der Tüte. Er wehrt sich noch, aber er ist in der Tüte. What the fuck, ist alles weg? Es ist alles weg. Er wehrt sich, Leute. Er ist nicht gut drauf. Er ist sauer. Wo ist unser Territorium weg? Oh oh. Leute, er ist sauer.
Beim viel zu dreckigen Schniesel sieht man sie. Hallo! Okay, Leute, jetzt machen wir den Feinschliff. Diese ganze Scheiße muss hier auf jeden Fall noch weg. Und dann können wir Hallo sagen zu unserem neuen slimelosen Bart. Das sehen wir mal an, das ist ja wunderschön. Leute, wir haben das ganze Ding hier auf jeden Fall jetzt hier aufgeräumt, meine Freunde. Alles ist hier blitzeblank, Leute. Und ich würde sagen, es gibt jetzt hier eine wunderschöne, sexy Badezimmertour. Was lernen wir daraus, Kinder? Egal wie viel Scheiß ihr macht, Leute, ihr müsst immer für eure Konsequenzen gerade stehen und immer alles wieder sauber machen, Leute. Es gibt viele kranke Scheiße auf diesem Kanal, aber das Wichtigste ist, dass am Ende alles wieder blitzeblank ist, Leute. Live Lessons mit dem Moritz, Leute. Aber ich würde sagen, da ist nur noch eine Sache, die wir jetzt machen müssen. Vorbildliches Verhalten bei Herrn Moritz. Du bist verrückt. Geh weg, Alter. Geh weg! Leute, die letzten Tage waren auf jeden Fall krank, da muss auch mal so ein bisschen aufräumen sein. Hat aber trotzdem mega Spaß gemacht. Leute, geht auf heyshop.de! Holt euch den besten, sexiesten Lightning-Mesh der Welt, Leute. Ich weiß, bald ist Weihnachten. Wenn ihr auf jeden Fall jetzt auf die Website geht, kriegt ihr auf jeden Fall noch sicher was zu Weihnachten. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's von dem heutigen Daily-Blog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Abo da, geht auf heyshop.de und ich würde sagen, haut rein und ciao!